Hallo meine lieben Freunde, ihr findet mich wieder im Wald, heute mal ohne Pfeife. Heute gibt es mal nur einen kleinen schönen Schnupftabak, und zwar den McChrystals English Snuff. Also man könnte sagen, es ist ein Snuff-Film. Heute geht's schon wieder los. Heute geht's schon wieder gut los. Heute fühle ich mich lustig. Falls jemand möchte, mache ich darüber natürlich auch gerne mal ein Review, meine Freunde. Es muss ja nicht immer Pfeifentabak sein, man kann ja auch mal Schnupftabak vorstellen. Heute geht es wieder mal um ein Messer. Ich bin wieder am Bach der Reviews in meinem Wald. Um ein Messer geht es heute. Und zwar an des Wolfgangs, um das Wolfgangs Scandi. Ein, ich will nicht sagen Klassiker, aber doch ein bekanntes Messer. Aber ich habe mich sehr dafür interessiert, für dieses Messer, für die Firma generell, weil die viele interessante Produkte haben, die mich interessieren. Auf diesem Weg vielen Dank an die Firma Wolfgangs, die mir dieses Messer zum Testen und Reviewen kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ich kriege aber kein Geld dafür. Das heißt, ihr kriegt wie immer meine volle, ehrliche Meinung zu den Produkten. Immer, immer, immer. Da könnt ihr euch bei mir immer sicher sein, wenn irgendwas nach kurzer Zeit stumpf wird, wenn bei der Scheide irgendwas rausbricht, ich sag's euch. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, ich sage es immer ehrlich. Und das finde ich auch okay, weil das perfekte Messer, finde ich, gibt's nicht. Ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Immer gibt es irgendwas, was nicht perfekt ist, beziehungsweise irgendwas, was das Messer nicht perfekt kann. Aber es gibt ja auch kein Messer, das für alle Tasks gleich gut geeignet ist. Also es gibt ja immer irgendeine etwas speziellere Richtung für ein Messer. Wir werden rausfinden, was das bei diesem bösen Buben hier ist. Schauen wir ihn uns mal näher an. Hier seht ihr das gute Stück. Nochmal in der Nahaufnahme. Ihr seht sofort, ich habe die komplett schwarze Variante. Nur die Schneide selber ist silberpoliert. Es gibt ganz viele verschiedene Farbkombinationen. Es gibt auch olivgrüner Griff, schwarze Klinge. Es gibt, glaube ich, auch olivgrüner Griff, silberne Klinge, schwarz, silberne Klinge. Also es gibt ganz viele verschiedene. Das ist das Scandi, wie gesagt. Das W Scandi von Wolfgangs. Es gibt auch das W Flat. Das hat einen Flachschliff. Hier, wie ihr euch schon denken könnt, einen Scandi-Schliff. Ich weiß jetzt nicht, warum er mich zurzeit mit der Schärfe so ärgern will. Das ganze Messer hat eine Länge von 23,5 cm, die Klinge 11,5. Ihr seht also schon, wir bewegen uns hier im völlig legalen Rahmen. Wir haben kein Führungsverbot hier in Deutschland, also komplett 42a-konform, die ganze Gaudi. Die Scheide schauen wir uns später an. Der Griff ist gummiert. Man sieht auch hier hinten, es ist Full Tang, das ist derselbe Stahl, der hier komplett durch den Griff durchgeht. Apropos Stahl, wir haben einen 440C Stahl. Ist das gut, ist das schlecht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Der Griff ist aus Hartgummi. Er ist nicht ganz so hart wie Plastik und nicht zum Reindrücken weich, so wie wirkliches Gummi. Es ist wirklich Hartgummi, was ich persönlich perfekt finde. Der Griff hat so eine Rifflung hier. Hier ist auch nochmal das Wolfgangs Logo angebracht, genauso wie hier an der Klinge.
Man sieht auch, es ist ein ergonomischer Griff, das heißt, das Messer gibt dir schon ein bisschen vor, wie du es zu halten hast. Ich persönlich mag das aber, also mich stört es auf jeden Fall nicht. Hier eine große Fingerkuhle und was ich geil finde ist, na darüber reden wir später. Es ist ein Chimping angebracht. Dieses Chimping ist relativ kurz, aber auch relativ hart für den Daumen, aber auch darüber reden wir später noch. Die Spitze ist recht dünn geschliffen. Es ist eh kein fettes Messer, so wie das, was ich neulich vorgestellt habe, das Seal von Netfoss. Das war so ein richtiger Klopper, ein schwerer Brecher. Das haben wir hier jetzt eher nicht. Es ist ein schlankeres, nicht so schweres Messer mit einem ergonomischen Griff. Die Kunststoffscheide haben wir auch. Die seht ihr hier. Flache Scheide, viele, viele Montiermöglichkeiten für den Gürtelclip. Das heißt, man kann ihn auch quer über dem Arsch tragen. Und hier sieht man den aus Nylon, aus Nylon gefertigte Gürtelschlaufe, schön groß. Das ist was, was ich super finde, gerade wenn man sowas wie ein Cobra Belt oder sowas haben sollte. Schönen Gruß an den Patch. Das geht da locker dran. Ja. Und ihr seht auch, man kann per Druckknopf und Klettverschluss diese Schlaufe auch aufmachen. Das ist etwas, was ich besonders geil finde, weil nichts nervt mich mehr, als wenn ich den ganzen Gürtel rausfädeln muss, um das Messer zu montieren. Das muss man hier nicht. Und man kann es eben noch mit diesem Druckknopf hier sichern. Wird das nötig sein? Wir werden später noch drüber sprechen. Ach, weißt du was? Machen wir es jetzt gleich. Es snappt richtig schön rein. Es fällt auch nicht raus. Wenn ihr jetzt nicht drescht wie die Blöden, wird es auch nicht rausgehen. Es hat, wenn es drin steckt, minimal Spiel, aber wirklich mikroskopisch. Also das sollte kein Problem sein. Hier ist eine schöne Fläche zum Rausdrücken. Das geht auch recht easy, aber nicht zu easy. Also es ist relativ leicht, aber es steckt schon. Und dann kann man es eben noch hier mit diesem Druckknopf sichern. Was auch geil ist, ihr habt hier einen Überstand von diesem Nylon. Sieht man hier. Das bedeutet, wenn ihr das so am Gürtel tragt, dann könnt ihr schön mit dem Daumen hier den Knopf aufmachen und rausziehen. Das geht butterweich. Das wird eben dadurch gewährleistet, dass man da eben diesen Überstand hier gelassen hat. Das ist für den Daumen, dass man es halt gut rausholen kann. Scheide macht einen wertigen Eindruck, kann man jetzt nichts groß Negatives finden. Es ist halt natürlich keine Isula-Scheide, eh klar, aber wie gesagt, zum Preis kommen wir später noch. Jetzt habt ihr mal ein paar technische Daten gehört. Jetzt wollt ihr den Schlingel bestimmt im Einsatz sehen. Wenn man es jetzt in die Hand nimmt, dann fällt einem auf, dass es, wie ich finde, super geil in der Hand liegt. Ich habe relativ große Hände und sogar für meine Hände reicht es relativ gut. Ich könnte sogar noch ein klein bisschen größere Hände haben und durch diesen abgeflachte Fingerkuhle hier kann man es sowohl mit links wie auch mit rechts super halten. Also kein Problem mit den Lefties. Reverse Grip, kein Problem. Zum richtigen Zustoßen ist das hier ein bisschen unangenehm, aber es ist ja dafür auch nicht wirklich gedacht. Ja? Also sind wir mal ehrlich. Dieses Chimping, ich bin, wie ihr wisst, kein Chimping-Fan. Ja? Ich bin da einfach kein Fan davon. Ich persönlich brauche es nicht und ich finde, es ist in der Regel häufig nur schmerzhaft. Ja? Wenn man jetzt Arbeitshandschuhe trägt, was sehr viele Bushcrafter und Camper tun, dann wäre dieses Chimping hier überhaupt kein Problem.
mit bloßem Daumen finde ich es bei wirklichen Druckarbeiten ein bisschen stressig für den Daumen. Aber auch das stört mich hier nicht wirklich, weil es einfach, es ist meine Motorik sowieso eher so hier vorne zu greifen, wenn ich irgendwas schnitze. Sprich, ich berühre das Jimping gar nicht wirklich mit dem Daumen. Ja? Also das stört mich eigentlich auch null. Was ich wirklich positiv bemerken muss, warte, ich hole einen Stecken. Was ich wirklich positiv bemerken muss, ist, wenn man jetzt was abschnitzt irgendwo, ja, dann ist wirklich die Schärfe von der Klinge, die beginnt direkt am Griff. Es gibt Messer, so wie das Glock-Feldmesser oder so, da hat man irgendwie zwei Finger breit stumpfen Stahl und dann geht die Schneide los. Und das verstehe ich nicht. Wieso? Weil wenn ihr was irgendwo abschnitzen wollt, habt ihr direkt an der Faust, so nah wie möglich an der Faust, die größte Kraft. Und ich verstehe nicht, warum das viele Messer so machen, dass es hier stumpf anfängt und dann kommt erst die Klinge. Und es ist hier nicht so. Das heißt, ihr habt richtig Power, ihr könnt richtig Kraft in die Schnitte reinlegen. Das geht wie Arschloch. Also wirklich, okay, das ist jetzt auch ein klein wenig morsch. Ich suche mal was Härteres. Wir probieren jetzt hier an dem Baum mal den Biberbiss aus. Der ist so 4 cm stark, würde ich mal sagen. Wächst auch aus dem Boden, also der ist definitiv frisch. Ja. Ist natürlich mit dem Waldbesitzer abgeklärt. Ja. Also ich töte hier nicht irgendwelche Bäume, weil ich das nicht will. Probieren wir jetzt mal den Biberbiss aus, wie der sich hier so schlägt. Alter, ihr seht es, ich säge hier den halben Baum weg, so ungefähr, mit dem ersten Schnitt. Ja, also, das ist natürlich, jetzt muss ich mich mal auf die andere Seite begeben. Mal den ganzen Schmarrn da weg. Also das ist ein Schneidmonster. Schon ist dieser Baum weg. Ja, also ihr seht, was ich da für fette Holz hatte. Ich schneide nochmal weg. Immer diese Drecksnatur mit ihren Stecken. Ihr seht, was ich auch hier für Brocken wegschneide. Also, das ist ein Schneidteufel. Ihr habt es gesehen, der Biberbiss war schon mal richtig geil. Und noch Power Cut vor der Brust, Rückenmuskulatur. Boom. Geht natürlich. Schaut euch mal den cleanen Schnitt. Oh. Der ist schon brutal. Also es ist definitiv ein Schneidteufel. Ja, das geht natürlich. Das geht natürlich alles brutal. Ja. Das schneidet richtig rein ins Holz. Also, da kannst du nichts sagen. Verstehst? Kannst du nichts sagen. Kann man es schmeißen. Unwichtig, aber cool. Wir finden es raus. Schauen wir mal, wie es performt beim Hebeln. Das ist jetzt ein Baumstumpf. Sowas geht natürlich.
da macht das Messer auch gar keine Zicken. Ein bisschen in die Mitte rein. Boah. Spitze ist eigentlich superb. Gerade. Das ist natürlich, wie gesagt, jetzt auch ein morscher Baumstumpf. Aber, mein Gott, viel mehr wie sowas hebelst du halt auch nicht. Weißt? Weil du suchst vielleicht als Nahrungsquelle irgendwelche Larven oder was weiß ich. Und sowas hebelst du ja. Also kein Mensch steckt das Ding in hartes Birkenholz rein, in frisches, getrocknetes, hartes Birkenholz und hebelt da rum. Und wenn die Spitze das hier aushält, ohne zu verbiegen, und das tut sie, dann ist das alles eine gute Geschichte. Da hat es mein Stativ umgeschmissen. Hacken. Das Messer ist recht leicht. Das bedeutet, da verspreche ich mir jetzt nicht allzu viel davon. Aber schauen wir mal, wie es performt. Oh ja. Oh ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ihr seht auch die Stücke, die ich da raushau. Also, kann ich mir, wenn ich das Ding dabei habe, die Axt sparen? Nein. Aber performt's gut, wenn man im Rahmen von einer Notfallsituation was hacken muss. Aber scheiße nochmal ja. So, weil ich ja versprochen habe, euch nichts zu verheimlichen und es genau so zu zeigen, wie es halt ist. Man sieht, dass durch die Hackaktion die Klinge ein bisschen gelitten hat. Hier in dem Bereich hier. Und ich habe es jetzt noch 10-mal gegen einen Baum geschmissen. Dann ist mikroskopisch vorne ein Stück Spitze abgebrochen. Was mir jetzt wurscht ist, und auch das kriegst du mit dem normalen Schleifstein sofort wieder raus. Ja. Aber ich wollte es euch halt zeigen. Ne? Weil ich bin einfach keine, ich will halt nicht mein Gesicht auf YouTube verlieren. Deswegen zeige ich euch immer die Sachen so, wie sie sind. Weil es einfach irgendwie dazugehört, machen wir natürlich auch noch den Batoning-Test. Ich weiß, dass es vielen von euch wichtig ist. Ich bin davon kein Fan, weil ein Messer ist keine Axt. Aber gut, testen wir es mal. Das ist ein fetter Birkenbleppo. Den stellen wir da jetzt einmal her. Da schaut es euch die so. So, dann schauen wir mal, was er kann, der Seppel. Okay. Warte mal, ich nehme mal irgendein Holz, das nicht nass ist. Ihr habt es gesehen, geht. Ja. Also für 3-4 Scheite Feuerholz wird es kein Problem sein. Ist es jetzt der fette Batoning-Brecher? Nein, definitiv nicht. Geht's für 2-3 Dinger? Ja. Ja, definitiv. Es geht. Würde ich das jetzt als primäres Batoning-Werkzeug wählen? Nein. Ja, machen wir da hier noch einige von den Locken. Das geht nämlich super geil. Ich brauche hier wirklich überhaupt keine Kraft. Ja, kann man super fein Locken schnitzen.
ohne jeden Kraftaufwand, auch mit der vorderen Spitze, super easy. Also das funktioniert einwandfrei. Machen wir der Vollständigkeit halber, machen wir jetzt noch ein, so mal das Ganze, den ganzen Schmarrn da weg. Machen wir der Vollständigkeit halber natürlich auch noch einen Feuerstahltest. Mal schauen, ob das scharf genug ist, um damit einen Feuerstahl zu entfachen. Ihr seht es. Geht super. Da kannst echt nichts sagen. Richtig fette, schöne, satte Funken. Und ich brauche nicht mal besonders viel Kraft. Also das geht 1A. Ja, reden wir noch kurz über die Scheide. In Kombination mit dem Messer. Das ist jetzt natürlich schon dreckig wie Sau, weil ich es halt rumgeschmissen habe, ihr Depp. Ich verpacke es einmal kurz. Und dann schauen wir uns das mal genau an. Also ich habe jetzt hier so einen breiten klassischen Ledergürtel. Das machen wir auf. Fädeln das einfach da durch. Von unten. Ziehen es nach oben rauf. Machen erstmal den Druckknopf zu. Und den Klettverschluss. Und dann hängt es. Und ich muss den Gürtel nicht rausfädeln. Das finde ich persönlich immer ganz gut. Und das Geile an dem Ding ist auch, es hängt. Es hängt frei. Viele mögen das nicht und ich mag das bei taktischen Scheiden nicht, wenn die so, psch, so dran gepinnt sind an den Gürtel und dann da stehen wie ein Panzerrohr und du dich das dann dauernd hier oder hier reinsticht beim Bewegen. Das Messer hier hängt. Das bedeutet, es kann sich bewegen. Ich kann jetzt in die Hocke gehen und das Messer hängt trotzdem dran vorbei sozusagen. Ja, also ich kann mich schöner bewegen, finde ich. Ich persönlich mag das lieber, wenn ich zum Beispiel in die Hocke gehen kann und das Messer stört mich nicht. Das hängt hier frei rum. Weil ziehen kann ich es genauso gut. Ja, es ist jetzt natürlich kein taktisches Schnellziehsystem, ja, weil es halt eben flexibel ist. Aber dann tue ich halt den Daumen daher und ziehe es ganz entspannt. Ja. Das ist alles. Das ist halt jetzt kein Kung Fu, sondern ganz normal ziehen wie ein Mensch und nicht wie ein Depp. Dann funktioniert das 1A. Ist es auch besonders leicht? Ja, also es ist auch kaum Gewicht, man merkt es eigentlich gar nicht. Und es hängt wirklich gut. Man kann es auch ein Stück zurückversetzt hängen. Echt gut. Ja, meine Freunde, mein Fazit zu diesem Messer hier. Erstmal sage ich euch, was dieses Ding hier kostet. Es kostet keine 40 Euro. Keine 40 Euro, ich glaube 38, 39 irgendwas. Also 40 Euro ungefähr. Ja? Und was man dafür bekommt, ist super geil. Die Sachen mit der Klinge und der Spitze, gut. Das Problem ist bei vielen Leuten immer, und das lese ich auch in den Kommentaren auf YouTube und in den Kommentaren auf Amazon und so weiter und so fort. Die Leute erwarten immer, dass man preiswerte Sachen kaufen kann und die dann all das stemmen können, was das teure Pendant hinbekommt. Ja, die Leute sind zu knickerig für ein Messer für 200 Euro oder 100 Euro, 150, und erwarten dann und dann kaufen sie sich eins für 30 Euro und sind dann enttäuscht. Ich hatte das nur 10 Mal in irgendeinem Baumstamm drin und habe gehebelt wie ein Blöder und dann ist die Spitze verbogen. Ja, ach nee, irgendwo muss man ja den Preisunterschied merken. Ja? Also ein preiswertes Messer kann ja nicht das stemmen, was ein teures Messer kann. Auch das stimmt natürlich nicht immer, ja? Aber ihr versteht schon, was ich meine. Dieses Ding schneidet wie ein Berserker,
hackt sogar super. Vom Ergebnis her hackt es sogar super. Das Betoning habt ihr gesehen, Feuerstahl habt ihr gesehen. Ja, mal ganz ehrlich, für 40 Euro so einen Schneidteufel, der noch dazu bequem zu tragen ist, nein. Wenn ihr jetzt natürlich Hardcore Bushcraft Touren und ich muss 2 Wochen lang auf einer einsamen Insel überleben, würde ich dann dieses Messer wählen? Nein. Aber seid ihr ein normaler Familienvater, der hier und da mal zum Campen geht und ein zuverlässiges Messer braucht, was schneidet wie ein Sauhund und super bequem in der Hand liegt, und eine gute, hochwertige, stabile, zuverlässige Scheide hat und 42a-konform ist und ihr wollt kein Vermögen hinblättern, weil ihr halt nur 3-4 Mal pro Jahr campen geht, aber da hättet ihr gerne ein zuverlässiges Messer. It doesn't get any better. You know what I mean. Ne? 40 Euro, Leute. Das ist schon krass, was das heutzutage, was man da kriegt fürs Geld, ist schon brutal. Also. Und das Beste ist, mit dem Rabattcode PIPER10 kriegt ihr sogar noch 10% Rabatt auf den ganzen Bums. Ja? Bei der Firma eben. Der Affiliate-Link ist unten in der Beschreibung, Leute. Wenn ihr da draufklickt, zahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich krieg eine kleine Provision und solche Videos sind weiter möglich. Und das ist auch das Schöne und das Bitte, ich hab's schon wieder gelesen, Leute. Es kann nicht jeder mit YouTube reich werden. Leute, nennt mir mal einen Menschen auf diesem Planeten, der mit Pfeifenvideos reich geworden ist. Und ich höre es schon wieder. Ah, jetzt wird er kommerziell und jetzt will er mit unserem Geld will er jetzt seine Hobbys da durchziehen. Leute, es geht darum nicht. Ja? Wer fleißig abonniert und kommentiert und fleißig dabei ist und wer über Affiliate-Links einkauft, der kriegt coolere und vielseitige Videos geliefert. Das, so ist es einfach. Ja? Kein Schwein wird hiermit reich. Ich als allerletzter. Also es geht nicht darum, dass ich den Babbo mache und hier mit eurem Geld mir einen dicken Max mache, sondern es geht darum, dass mir das Videos ermöglicht und ihr kriegt den Content. Darum geht's. Also, ne? Wie gesagt, ihr zahlt nichts mehr, aber ich krieg ein bisschen was für die Arbeit. Und wie gesagt, ihr kriegt ja trotzdem ein ehrliches Review. Also, wenn ihr Bock drauf gekriegt habt, gönnt euch den Link, gönnt euch den Code und wir sehen uns nächstes Mal.